willkommen zur Abendveranstaltung der diesjährigen Marx-Herbstschule. Mein Name ist Valeria Bruschi, ich werde später Diskussion mit dem Publikum moderieren. Thema der Vorträge heute Abend ist die Kategorie der Überausbeutung. In den Workshops hier auf der Marx-Herbstschule wurde gestern und heute über diese neue Form der Ausbeutung diskutiert, die sich mit der kapitalistischen Produktionsweise durchsetzt und die auf der Ebene des Rechtes nicht gegen Freiheit und Gleichheit der Individuen verstößt. Das ist ein Novum in der Geschichte der Klassengesellschaften, denn bisher wurden Menschen ausgebeutet, die auch persönlich von einem Herrn oder Sklavenalter, Sklavenalterin abhängig waren. Aber um gegenwärtige Arbeitsverhältnisse zu begreifen, bei denen bürgerliche Menschenrechte doch verletzt werden, wie beispielsweise im globalen Süden, aber auch in den kapitalistischen Zentren, soll jetzt dieser Begriff der Überausbeutung dienen. Und darüber werden jetzt heute Abend Janina Puder und Baftas Sarbo sprechen. Sie haben im Juni dieses Jahres in der Zeitschrift Z zusammen mit Eleonora Roldán-Mendívil einen Aufsatz veröffentlicht, der konzeptionell in den Begriff der Überausbeutung einführt. Ich sage noch zwei Worte zu den Referentinnen und dann gebe ich Ihnen das Wort. Zu Janina Puder, sie arbeitet am Fachbereich Politikwissenschaft der Uni Kassel. Sie hat zum Thema die Überausbeutung migrantischer Arbeitskräfte am Beispiel der malaysischen Palmölsektors promoviert und beschäftigt sich mit den Themen Arbeitsmigration, politische Ökonomie, Kapitalismustheorie, sozial-ökologische Transformation und Klassentheorie. Baftas Sarbo hat in den letzten zwei Tagen hier auch getimt, ist Sozialwissenschaftlerin, lebt in Berlin und beschäftigt sich mit marxistischer Gesellschaftskritik, Antirassismus, Migration und Polizeigewalt. Sie ist Mitautorin und Herausgeberin des Buches Die Diversität der Ausbeutung zur materialistischen Rassismuskritik und hat an der Neuübersetzung des Buchs des Klassikers von Walter Rodney Wie Europa Afrika unterentwickelte mitgewirkt, die 2023 herauskam. Und jetzt gebe ich dir das Wort, Bafta. Ich wollte auch nur kurz was zur Einführung sagen. Valeria hat ja gerade schon was zum Thema der Herbstschule gesagt, vielleicht für diejenigen, die jetzt an diesem Wochenende noch nicht an den Workshops teilgenommen haben. Also Freiheit, Gleichheit, Ausbeutung. Und wie das genau aussieht, wir wollen jetzt sozusagen mit dieser Abendveranstaltung zur Überausbeutung, Valeria hat ja gerade schon erklärt, das beruht so ein bisschen auf so einem Artikel, den wir gemeinsam in der Zeitschrift Z für marxistische Erneuerung geschrieben haben, vor allem erstmal den Begriff konzeptionell vorstellen und in die Diskussion einführen. Also es ist auch so gedacht, dass wir damit sozusagen sowas aufmachen, so einen Aufschlag und auch so einen Diskussionsanstoß. Es ist nicht zu Ende theoretisiert, sondern es geht so ein bisschen darum, dass dieser Begriff vor allem im deutschsprachigen Raum nicht wirklich diskutiert wird, vor allem eher im spanisch- und englischsprachigen Raum und wir damit eigentlich so ein bisschen den Aufschlag machen wollen zu so einer Auseinandersetzung mit Ausbeutung auf einem globalen Maßstab und wie sieht das eigentlich aus auf dem Weltmarkt. Also das wollen wir damit anstoßen. Genau. Deswegen würde ich jetzt direkt an dich übergeben. Ja, erstmal, hallo von mir. Ich bin ja jetzt neu in der Runde. Es ist schön, euch zu sehen, auch wenn es so ein bisschen schwer ist, euch zu erkennen. Bafta hat das gerade schon angedeutet und vielleicht habt ihr auch schon einmal ganz kurz auf die PowerPoint geguckt. Wenn wir jetzt über Ausbeutung reden wollen, wenn wir über einen marxistischen Überausbeutungsbegriff diskutieren wollen, dann kommen wir natürlich nicht umhin, die marxische Ausbeutungstheorie erstmal an einzelnen Punkten sozusagen zu rekonstruieren, um zu überlegen,
wie eigentlich ein Überausbeutungskonzept im Prinzip theoretisiert sein müsste und dann auch praktisch anwendbar wird. Das heißt also, wir müssen erstmal so ein paar Grundbegriffe, auch wenn sie euch schon bekannt sind, sozusagen einmal ganz kurz durchdenken, um dann zu überlegen, wie wir von da aus zu einer Überausbeutungskonzeption kommen. Deswegen einmal im Schnelldurchlauf. Wir wissen, dass in kapitalistischen Produktionsprozessen es so aussieht, dass Arbeiterinnen mehr Arbeit verausgaben, als sie in Lohn kompensiert werden. Das heißt also, wir sehen, wenn wir auf den Arbeitstag schauen, dass er zerteilt ist in zwei Teile. Wir haben einmal den Teil, wo Arbeiterinnen für ihre eigene Reproduktion arbeiten, also die, wo sie notwendige Arbeitszeit verausgaben. Und dann haben wir einmal einen Teil, wo sie eigentlich mehr Arbeit leisten. Das heißt, hier wird Mehrwert produziert, hier wird dieser Mehrwert einseitig angeeignet von den Kapitalistinnen und insofern er sich in der Zirkulationssphäre dann realisiert, als Profit abgeschöpft. Das ist erstmal die Grundlage dessen, was wir unter anderem mit der Kapitalakkumulation meinen. Und wenn wir jetzt aber noch einmal weitergehen und festlegen, dass, oder noch einmal uns vor Augen führen, dass Arbeiterinnen keine Produktionsmittel besitzen, sie gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und dass sie eigentlich auch gezwungen sind, sich über den Markt zu reproduzieren, dann sehen wir hier so einige Konturen dessen, was Marx als Ausbeutung bezeichnet. Das ist jetzt erstmal so ein Grundschema, wenn wir jetzt aber auch Ausbeutung nicht einfach nur werttheoretisch weiter betrachten wollen, sondern eben als Klassenverhältnis und Klassenkonflikt, dann ist es eben auch nochmal wichtig, Folgendes zu betonen. Und zwar, wir haben als Ausbeutungsverhältnis eben auch so einen Interessenswiderspruch. Okay, wir haben ganz einfach gesagt, wir haben die Kapitalseite, die im Prinzip das Hauptinteresse vertritt, sozusagen die Ausbeutung möglichst immer weiter auszudehnen, währenddessen es das Interesse der Arbeiterinnen ist, die Ausbeutung zu begrenzen bzw. möglichst abzuschaffen. Das Ausmaß der Ausbeutung hängt jetzt davon ab, wie gut eben aus der Perspektive der Arbeit Arbeiterinnen kollektiv gegen dieses Interesse des Kapitals vorgehen können und sagen können, sie versuchen sich mit ihrem Widerstand kollektiv gegen bestimmte Ausbeutungsbedingungen zu richten und für die Verbesserung sozusagen ihrer eigenen Reproduktionsbedingungen. Und inwiefern das dann erfolgreich ist, hängt eben unter anderem vom Organisationsgrad ab, also politisch oder gewerkschaftlich beispielsweise, inwiefern es eine Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt gibt, unter Beschäftigten mit denselben Qualifikationen. Und es hängt eben aber auch vom Grad der institutionellen Einschränkung der Ausbeutung an. Also was meine ich damit? Zum Beispiel bestimmte Arbeitsschutzregelungen, Mindestlohn, Regelungen und so weiter und so fort. Okay, das ist jetzt alles relativ uninteressant wahrscheinlich für euch erstmal gewesen, weil ihr das schon kennt. Aber was bedeutet jetzt Überausbeutung, wenn wir von diesen Faktoren ausgehen? Also wenn wir Überausbeutung vom Marxischen Ausbeutungstheorem rekonstruieren wollen, dann müssen wir erstmal festlegen, dass Überausbeutung in diesem Kontext beschreiben muss, dass es ein Verhältnis gibt, wo die notwendige Arbeitszeit im Verhältnis zur Mehrarbeitszeit sich verschiebt zugunsten der Mehrarbeit. Das heißt, der Teil der Mehrarbeit am Arbeitstag sozusagen wird ausgedehnt. Wie sieht das ganz konkret im Arbeitsprozess aus? Aber wir haben beispielsweise eine Verlängerung des Arbeitstages bei gleichbleibender notwendiger Arbeitszeit. Also wir haben quasi die Ausdehnung, wie ich gerade schon meinte, der Mehrarbeitszeit. Wir können den Tag verlängern, wir können die Löhne senken. Es kann zu einer Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit bei gleichbleibender Arbeitszeit sein. Also es kann auch zu einer Intensivierung der Arbeit kommen oder eben eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen. Jetzt ist aber wahrscheinlich eins der größten Probleme, die damit zusammenhängen, folgende: Wenn das Kapital die Möglichkeit hat, dieses Interesse der Ausdehnung, der Ausbeutung ins Extremste
quasi zu durchzusetzen, dann sehen wir, dass wir eine Überlastung der Arbeitskräfte haben. Sie werden vorzeitig abgenutzt, sie werden dem Produktionsprozess entzogen, sie werden körperlich oder auch psychisch sozusagen überlastet. Eine Senkung der Löhne führt eben auch dazu, dass sie ihre Reproduktion nur noch unvollständig oder überhaupt nicht mehr vollziehen können. Also das ist jetzt alles quasi die analytische Seite dieser Frage. Und wenn jetzt Arbeiterinnen keine Möglichkeit haben oder extrem eingeschränkte Möglichkeiten nur haben, sich gewerkschaftlich, politisch zu organisieren, haben eben sie auch keinen Hebel, um diese Überausbeutung ihrer Arbeitskraft zu begegnen. Jetzt ist es so, dass wir uns diese Überlegung nicht einfach ausgedacht haben, um einfach mal zu sagen, ja gut, wie kann man Marx noch weiterdenken, sondern wenn wir ins Werk von Marx und Engels schauen, dann sehen wir Ansätze, wo solche Arbeitsbedingungen, solche Arbeitsverhältnisse auch schon beschrieben stehen. Also wir sehen beispielsweise in der Analyse der Arbeitsverhältnisse irischer Arbeiterinnen in England beispielsweise oder bei der Analyse der englischen Industriezweige ohne legale Begrenzung des Arbeitstages sehen wir genau solche Tendenzen. Wir sehen massive Verlängerungen der Arbeitszeit, eine massenhafte Vernutzung von Arbeitskräften, die frühzeitig aus dem Produktionsprozess quasi rausgeschleudert werden, daraus fehlen dann auch. Und hier wird zwar nicht von Überausbeutung gesprochen, aber es wird beispielsweise von Überarbeit gesprochen. Um jetzt zu verstehen, die andere Seite, also nochmal ganz konkret auf die Frage reinzugehen der Reproduktion. Was bedeutet eigentlich das für die Reproduktion, wenn wir über Überausbeutung sprechen? Dann müssen wir erst einmal eigentlich auch Kriterien festlegen, die anzeigen, dass eine bestimmte Reproduktionsuntergrenze unterschritten wird, sozusagen, wenn wir über überausbeuterische Arbeitsverhältnisse sprechen. Ich lasse den oberen Teil mal weg, das könnten wir sonst später noch mal ausführen, aber sonst rede ich zu lange. Wichtig ist jetzt, dass wir, wenn wir von Reproduktionsuntergrenze sprechen, nicht allein von dem Unterschreiten einer bestimmten Existenzgrenze sprechen, also Nahrung, Obdach, Kleidung und so weiter und so fort, sondern dass wir, wenn wir die Reproduktionsgrenze festlegen wollen, müssen wir eigentlich analysieren, sozusagen, was die normale Reproduktion in einem bestimmten Kontext bedeutet. Also in einem, wie der Lebensstandard beispielsweise auch durch den Klassenkampf sozusagen bestimmt wird. Und das macht Marx unter anderem an dem Punkt, wo er einerseits sagt, dass eigentlich die Reproduktionsminimum auch daran festgelegt wird, an einem Kultur- oder einen kulturellen, historischen, spezifischen Moment innehat. Das heißt, dass so ein Reproduktionsminimum, was gesellschaftlich definiert wird, eben auch an dem Entwicklungsstand einer Gesellschaft orientiert ist. Das kann mit sozialen Konventionen zusammenhängen, mit Normen, mit spezifischen rechtlich-institutionellen Bedingungen. Das heißt, es gibt so sozialräumliche Unterschiede auch zwischen unterschiedlichen Gesellschaften, was als Reproduktionsminimum verstanden wird in einer bestimmten historischen Phase. Es ist eben ein Unterschied, ob wir vom Reproduktionsminimum in Deutschland sprechen, in Spanien, in Bangladesch. Das sind alles unterschiedliche Dinge, über die wir hier reden. Zudem ist auch das Reproduktionsminimum dahingehend nicht allein auf die Arbeitskraft bezogen, sondern eben auch an dem, wie die Arbeitskraft in einem bestimmten Haushalt sozusagen organisiert ist. Also es geht eben auch darum, wie eine Haushaltskonfiguration eine typische in einer Arbeitsbevölkerung ist. Das heißt, dass die Löhne sozusagen auch dafür ausreichen müssen, dass unter anderem Kinder ernährt werden können, zur Schule geschickt werden können und so weiter und so fort, weil das sind auch zukünftige Arbeiterinnen.
Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, der sich festhalten lässt, und zwar ist das Reproduktionsminimum deshalb auch abhängig von den Besonderheiten der Volkswirtschaft, weil es eben pro oder je Arbeitsbevölkerung ganz spezifische Kosten der Reproduktion der gesamten Arbeiterinnenklasse gibt. Das heißt, typische Arbeitsbevölkerungen eines Landes sind zum Beispiel auf bestimmte, damit sie sich als gesamte Arbeiterinnenklasse reproduzieren können, sind eben beispielsweise auf bestimmte soziale Infrastrukturen angewiesen, die sich dann wieder als essentielle Lohnbestandteile sozusagen niederschlagen, über Steuern zum Beispiel, über den Lohn abgeführt werden müssen. Und das muss dann eben sozusagen noch ausreichend sein, damit sie sich anderweitig auch reproduzieren können. Also das auch sind wieder diese Faktoren, die wir direkt von Marx mehr oder weniger und in seinen oder in weiterführenden marxistischen Überlegungen aus der marxistischen Ausbeutungstheorie ableiten können. Jetzt stellt sich aber wiederum die Frage, was bedeutet das jetzt für überausbeuterische Löhne oder was bedeutet das für Löhne, die in Überausbeutungsverhältnissen eigentlich gezahlt werden? Wenn wir diese bestimmen wollen, dann müssen wir im Prinzip sagen, dass im Falle der Überausbeutung die Löhne eben unter dem Tauschwert der Arbeit fallen müssen, wodurch die normale soziale Reproduktion blockiert, verhindert, unvollständig bleibt. Ich will noch ein letztes Argument anführen und dann gebe ich an BAFTA ab. Es gibt auch noch, ich hatte das so ein bisschen hier und da jetzt schon angedeutet, ein Argument, was man von Marx auch noch mal von der anderen Seite sozusagen mitnehmen kann für die Überausbeutungskonzeption. Und zwar schreibt Marx, dass es die ständige Tendenz des Kapitals ist, die Kosten der Arbeitskraft zu senken, möglichst auf einen nihilistischen Standpunkt, um eben höhere Mehrwerte zu generieren, um in der Konkurrenz zu bestehen, um Krisenzeiten aufzufangen. Das alles ist sozusagen ein immanentes Klasseninteresse des Kapitals, die Senkung der Kosten der lebendigen Arbeit. Aber auch hier, ich hatte das vorhin schon angedeutet, haben wir das Problem, dass wenn die Überausbeutung von Arbeitskraft sich verallgemeinert, dann würde das Kapital eigentlich die eigene Grundlage sozusagen untergraben. Das heißt, aus Perspektive des Gesamtkapitals ist es eigentlich irrational, Überausbeutungsverhältnisse zu verallgemeinern, weil man damit eben den Kapitalkreislauf stören würde. Was nehmen wir jetzt aus diesen theoretischen Überlegungen von, zur Konzeptionalisierung von Überausbeutung mit? Also wir brauchen, wenn wir über Überausbeutung sprechen und nicht über ein moralisches Überausbeutungsverständnis reden wollen, dann müssen wir uns erstmal konzeptionell am marxistischen Ausbeutungstheorem orientieren. Wir müssen Überausbeutung und Ausbeutung gemeinsam verstehen und in ihrer im Prinzip in ihrer Verknüpfung auch verstehen und die Merkmale sozusagen auch daran festmachen, was für die Überausbeutung eben aus Ausbeutungsverständnissen hervorgeht. Und was es eben auch bedarf, ist sozusagen, dass wir Überausbeutungsverhältnisse also im Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit verstehen müssen. Wir können Überausbeutung verstetigt bei individuellen Kapitalistinnen sehen, wir können sie aber auch beispielsweise verstetigt in bestimmten Sektoren sehen, bestimmte Arbeitsgruppen, da komme ich später nochmal drauf zurück. Aber, und ich glaube, das haben wir noch nicht zu Ende diskutiert, aber vielleicht sehen wir das auch tatsächlich trotzdem ähnlich, ist Überausbeutung kein notwendiges Wesensmerkmal des Kapitalismus. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir auf die globale Perspektive anlegen, also wenn wir auf die globale Arbeitsteilung beispielsweise blicken, dann sehen wir schon in bestimmten sozialräumlichen Kontexten, vor allen Dingen im globalen Süden, du hattest es vorhin schon angesprochen, eigentlich ein häufigeres Auftreten von Überausbeutungsverhältnissen. Wir sehen das deutlich häufiger. Und jetzt stellt sich eben die Frage, ob es nicht doch irgendwie sowas wie eine Verstetigung von Überausbeutungsverhältnissen gibt, die eben damit zusammenhängt, wie Produktionsnetzwerke global sozusagen verteilt werden oder aufgebaut werden, wie bestimmte Ausbeutungsregime nebeneinander bestehen und inwiefern eben Überausbeutungsverhältnisse besonders, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach durchzusetzen sind in peripheren Produktionsprozessen des Weltmarktes sozusagen.
Und dann würde ich erstmal an dich weitergeben. Genau, da würde ich eigentlich auch direkt ansetzen. Ich würde noch mal kurz was dazu sagen. Achso. Wo der Überausbeutungsbegriff eigentlich herkommt, nämlich aus der sogenannten Dependenzschule. Ich weiß nicht, ob die meisten was damit anfangen können. Das ist so ein Theoriestrang oder so eine Theorieschule, die sich in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren in Lateinamerika herausgebildet hat, in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie sieht der Kapitalismus eigentlich auf dem Weltmarkt aus? In Lateinamerika vor allem deshalb, weil dort die Dekolonisierung ja schon Ende des 19. Jahrhunderts stattgefunden hat. Das heißt, da gab es schon so ein fast ganzes Jahrzehnt, an dem man so ein bisschen beobachten konnte, okay, es gab jetzt eigentlich eine vollständige Dekolonisierung, also die Länder Lateinamerikas sind unabhängig geworden. Es findet eine teilweise Integration in den Weltmarkt statt und trotzdem kann man irgendwie beobachten, dass es in diesen Ländern immer noch zu einer ökonomischen Unterentwicklung kommt, dass die eigentlich eine sehr abhängige Produktion haben von den ehemaligen Kolonialmächten, also diese Länder sehr stark auf so eine Exportorientierung ausgelegt sind und dem Versuch, das ein bisschen zu theoretisieren. Das heißt, ausgegangen wird von so Überlegungen von so einem Weltmarkt, der vor allem durch Imperialismus gekennzeichnet ist, der auch in Abwesenheit des Kolonialismus weiter existiert. Und die Begriffe, mit denen da gearbeitet wird, werden vor allem so dieses Zentrum und Peripherie, also wenn ihr das schon mal gehört habt, das ist so die Ecke, aus der das kommt, also dass so von den imperialistischen Zentren ausgegangen wird, die im Prinzip auch die ehemaligen Kolonialmächte sind. Das ist nicht 100% deckungsgleich, aber ungefähr. Und den Ländern in der Peripherie, das sind die ehemaligen kolonisierten Länder. Und genau, es gibt, also was man bei der Dependenzschule noch dazu sagen muss, ist, es gibt einen bürgerlichen und einen marxistischen Flügel, die setzen sich alle mit der Frage der Unterentwicklung der ehemaligen Kolonien auseinander, argumentieren aber sozusagen nicht alle aus so einer marxistischen Theorieschule. Der Überausbeutungsbegriff kommt aber aus diesem marxistischen Theoriestrang innerhalb der Dependenzschule. Und nach unten? Genau. Geprägt wurde der Begriff im Wesentlichen durch Rui Marini. Das ist dieses Buch, das jetzt vor 2 Jahren noch auf Englisch übersetzt wurde. Das war leider davor nur auf Spanisch verfügbar, was sonst das Original ist, der diesen Begriff im Wesentlichen eigentlich geprägt hat, der Überausbeutung sich anguckt als Voraussetzung eigentlich dafür, dass diese ehemaligen Kolonien in Abhängigkeit existieren können. Also abhängige Länder, also diese Abhängigkeit ist für ihn Zustand, der erst in der nachkolonialen Phase beginnt und er fragt sich so ein bisschen, okay, was ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass diese Länder in der Form von den imperialistischen Zentren weiter abhängig sind und stellt fest, okay, es gibt da eigentlich einen Zustand von ökonomischer Herrschaft, der in Abwesenheit von politischer Herrschaft weiter stattfinden kann. Und der beruht im Prinzip darauf, dass die Arbeiter in den abhängigen Ländern sich in einem Zustand befinden, in dem ihre Arbeitskraft entwertet wird. Das heißt, durch die Entwertung ihrer Arbeitskraft, durch den geringeren Lohn, den sie im Prinzip erhalten, das ist verbunden mit einer geringeren Kaufkraft. Das heißt, das Kapital, was in den abhängigen Ländern produziert wird, kann dort gar nicht gewinnbringend abgesetzt werden. Das heißt, diese abhängigen Länder sind eigentlich auf den Export von den Waren, die dort produziert werden, angewiesen. Und da für genau diese Exportnotwendigkeit ist eigentlich diese Überausbeutung verantwortlich. Das heißt, er charakterisiert die Überausbeutung im Prinzip durch 3 Punkte. Also erreicht wird sie durch einmal eine Verlängerung des Arbeitstages über dieses, also genau, also die weitere Verlängerung der notwendigen Arbeitszeit, das haben wir ja gerade schon geklärt, wie der Arbeitstag im Prinzip gekennzeichnet ist, also eine Erhöhung des absoluten Mehrwerts, durch eine Intensivierung der Arbeit, also durch einen Einsatz von Maschinen, durch eine weitere Optimierung des Produktionsprozesses findet innerhalb des Arbeitsprozesses eine Intensivierung statt und eine Herabsetzung der Lohnkosten unter das der Reproduktionskosten unter das Existenzminimum. Wir haben uns, würde ich sagen, in unseren Auseinandersetzungen vor allem auch auf den letzten Punkt der Herabsetzung unter das Existenzminimum konzentriert,
weil das auch als, ich würde sagen, Charakterisierung bei ihm auch so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Also die Herabsetzung der Reproduktionskosten waren bei Marini zum Beispiel auch ein zentraler Faktor dafür, dass die Sklaverei abgeschafft werden konnte. Also er kommt aus Brasilien und charakterisiert so ein bisschen, dass die Überausbeutung ja erst möglich wird in der Abwesenheit der Sklaverei, weil in einer Ökonomie, in der Sklavenarbeit existiert, sind die Sklavenbesitzer ja darauf angewiesen, ihre Sklaven zumindest zu einem Minimum zu reproduzieren. Das heißt, sie sind im Prinzip auch mitverantwortlich für die Reproduktion der Sklaven. Das ist bei Lohnarbeitern nicht mehr der Fall. Also bei der freien Lohnarbeit, diejenigen, die an diesem Wochenende an den Workshops teilgenommen haben, wissen warum, dass bei der Lohnarbeit sozusagen auch die Möglichkeit besteht, die Arbeiter unter dem Existenzminimum zu bezahlen und sie dann ihrer eigenen Reproduktion zu überlassen. Genau. Das heißt, genau. Was bei Marini auch noch wichtig ist, ist, dass dieser ungleiche Tausch und diese Überausbeutung, die auf dem globalen Maßstab eigentlich existieren, für ihn nicht nur kennzeichnend ist für das Verhältnis von Zentrum und Peripherie, also ungleicher Tausch, das muss ich vielleicht noch mal kurz erklären. Diese Dependenzschule geht sozusagen davon aus, dass, ne, wir haben den Äquivalententausch, dass sozusagen gleiche Werte getauscht werden. Diese Schule geht aber im Prinzip davon aus, dass man auf einem imperialistischen Weltmarkt eigentlich den Zustand hat, dass ein ungleicher Tausch auf dem Weltmaßstab stattfindet. Und das ist bei ihm sozusagen ein Zustand, der nicht nur das Verhältnis von Zentrum und Peripherie kennzeichnet, sondern auch die Beziehungen innerhalb der abhängigen Länder. Also was das genau politisch bedeutet, darauf können wir gleich in der Diskussion nochmal eingehen. Das ist so ein Aspekt, der oft in der Diskussion so ein bisschen hinten runterfällt. Aber das Überausbeutung ist im Prinzip ein Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit. Das soll es eigentlich kennzeichnen und wie sich dieses Arbeitsverhältnis im Prinzip genau ausgestaltet. Nach unten. Mhm. Genau, es gibt dann noch ein paar andere Theoretiker, die sich auf diesen Begriff beziehen. Die sind sich teilweise auch so ein bisschen uneinig. Also es gibt da schon auch Widersprüche in der Begriffsverwendung. Also bei Teotinho dos Santos ist auch ein brasilianischer Theoretiker, der geht im Prinzip davon aus, dass Überausbeutung und Abhängigkeit etwas sind, was nicht nur durch eine nachkoloniale Phase gekennzeichnet wird, sondern dass es da so unterschiedliche Stufen eigentlich gibt, in der die Überausbeutung der Arbeitskraft vor allem in den Kolonien und dann in den ehemaligen Kolonien stattfindet. Also dass es so ein bisschen Epochen der Abhängigkeit gibt, die koloniale, die industriell-finanzielle und die technologisch-industrielle Abhängigkeit, die jetzt seit der Nachkriegszeit begonnen hat. Das heißt, es sind so verschiedene Phasen, in denen das eigentlich unterschiedliche Formen annimmt, also die Form der Überausbeutung. Und dann gibt es noch zwei, ich würde sagen, neuere, modernere Ansätze. Also einmal von John Smith, der hat dieses Buch geschrieben, das heißt Imperialism in the 21st Century. Der guckt sich im Prinzip an, wie so globale Wertschöpfungsketten und auch so transnationale Phänomene wie Outsourcing und so weiter die Art und Weise prägen, wie heute Überausbeutung genau betrieben wird. Und Andy Higginbottom, der sich auch in Anlehnung an Rui Marini nochmal einen Schritt weiter geht und sozusagen so einen neuen Begriff einführt, indem er sagt, okay, Überausbeutung ist eigentlich eine dritte Form der Mehrwertproduktion. Also jenseits von absoluter und relativer Mehrwertproduktion haben wir über die Überausbeutung noch eine Form der relationalen Mehrwertproduktion. Also das ist nicht so ganz unumstritten. Er hat da auch so ein paar widersprüchliche Ansätze, würde ich sagen, in verschiedenen Texten, die er da selber verfasst hat. Also es ist, wie gesagt, ein relativ untertheoretisierter Begriff und es lässt sich auch vor allem daran erkennen, wie unterschiedlich und widersprüchlich der Begriff auch verwendet wird. Und vielleicht nochmal als letzten Punkt, weil das auch nicht ganz unwichtig ist, der Begriff, also beziehungsweise die Theoriezusammenhänge, auf die wir uns jetzt vor allem bezogen haben, waren so ein bisschen diese Theorieschule der Dependenztheorie. Der Begriff taucht eigentlich das erste Mal so ein bisschen in so einem anderen Theoriestrang auf, nämlich in den 1940er Jahren schon im Umfeld der Kommunistischen Partei der USA, vor allem von Claudia Jones, die versucht hat, mit diesem Begriff eigentlich die besondere Position in der schwarze Frauen sich in den USA befunden haben, zu theoretisieren, die diese so ein bisschen auf die doppelte Rolle, die schwarze Frauen dort seit den Zeiten der Sklaverei gesellschaftlich eigentlich innehaben,
bezieht, also dass es da sozusagen so eine doppelte Rolle gibt, also einmal als, Reproduktionsfaktor und dann aber auch als Produktionsfaktor, also so ein bisschen, würde ich sagen, im Rahmen von diesem Triple Oppression Ansatz, der dann weiter theoretisiert wurde. Das ist aber so ein alternativer Theoriestrang, also die existieren so ein bisschen parallel, da wird im englischsprachigen Raum der Begriff der Überausbeutung vor allem in diesem Theoriezusammenhang verwendet, damals zumindest. Heutzutage würde ich sagen, ist eher der Überausbeutungsbegriff, der so ein bisschen aus dieser Dependenzschule kommt, üblich. Und das ist auch der, der sich jetzt eher im englischsprachigen Raum verallgemeinert hat und das, worauf wir uns jetzt vor allem bezogen haben, weil es da vor allem um die Frage von so globalen Weltmarktbeziehungen und auch von so einer weiteren Theoretisierung von so imperialistischen Verhältnissen ging, aber davon ausgehend natürlich nochmal so weitere Überlegungen dazu, wie sieht es eigentlich aus, also gibt es sowas wie Überausbeutungsverhältnisse in Ländern des globalen Nordens, also Länder, die jetzt nicht unterentwickelt oder abhängig sind, sondern irgendwie zu den imperialistischen Zentren zählen, und dann dazu kannst du ja noch was sagen. Ja, also diese Frage, inwiefern wir bei Überausbeutung eigentlich über Arbeitsverhältnisse sprechen, die sich nur im globalen Süden finden, oder ob wir das hier auch finden, das ist keine abschließend gelöster Punkt. Das ist ein Punkt, an dem wir weiter diskutieren müssen und wo wir auch theoretisch dann nochmal weiterdenken müssten. Aber ein Argument, was ich gerne machen würde, ist, dass wir Überausbeutung überproportional finden in Arbeitsverhältnissen, die sehr stark durch migrantische Arbeit geprägt sind. Wenn ich über migrantische Arbeit rede, dann rede ich vor allen Dingen, wenn wir jetzt im deutschen Kontext beispielsweise uns darüber Gedanken machen, über niedrig qualifizierte migrantische Arbeitskraft oder als solche klassifizierte Arbeitskräfte, weil wenn wir über Hochqualifizierte sprechen, dann sprechen wir häufig über Fachkräfte oder eben hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte. Wir reden dann häufig nicht über Arbeitsmigranten oder über Migrantinnen. Deswegen das als Vorbemerkung zu dem, was ich jetzt gleich als nächstes skizzieren möchte. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie Überausbeutung konkret stattfindet, dann reicht es eigentlich nicht, darüber einfach nur über die strukturellen Bedingungen zu sprechen, die aus der politischen Ökonomie sozusagen entspringen, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie eigentlich Überausbeutungsverhältnisse sozial übersetzt werden, wie sie gesellschaftlich legitimiert werden. Das heißt also, wir müssen darüber nachdenken, auch welche sozialen Differenzierungslogiken, so nenne ich das jetzt, ob das so ein optimaler Begriff ist, müsste man nochmal diskutieren. Es ist ein bisschen eine Berufskrankheit, das so zu nennen, weil das so quasi in der Soziologie so ein anschlussfähiger Begriff ist. Aber was ich damit meine, ist sozusagen, wir haben eine Hierarchisierung in der Gesellschaft anhand von sozialen Kriterien. Die können unterschiedlich sein, die können Geschlecht betreffen, die können aber eben auch Staatsangehörigkeit betreffen. Das heißt, ich klassifiziere unterschiedliche Teile der Gesellschaft anhand bestimmter dieser sozialen Merkmale. Wie auch immer die noch weiter verankert sind. Wenn wir jetzt über Staatsangehörigkeit sprechen, dann ist es eben so, dass diese sozialen Differenzierungslogiken nicht einfach nur außerhalb der Arbeit stattfinden, sondern in der Arbeitssphäre kriegen sie eine ganz spezifische Bedeutung und können hier dazu führen, dass eben Arbeitgeber das benutzen als Hebel, um Belegschaften zu fragmentieren, um sie sozusagen bestimmte Arbeitskräfte schlechter zu entlohnen als andere. Und das ist sozusagen die Grundlage. Und die sozialen Differenzierungen gehen häufig auch Hand in Hand mit einer gewissen Unterdrückung von politischer Organisation, kollektiver Organisation von migrantischen Beschäftigten beispielsweise. Das heißt, die gehen hier mit der Unterdrückung in der Arbeitssphäre dahingehend in Überausbeutungskontexten zusammen, dass eigentlich Arbeiterinnen, migrantische Arbeiterinnen nicht gegen diese überausbeuterischen Verhältnisse ohne weiteres vorgehen können. Und dann gibt es auch noch politische Instrumente, die diese sozialen Differenzierungslogiken institutionalisieren. Das heißt, migrantische Arbeitskräfte unterliegen nicht einfach nur Arbeitsgesetzen, sondern Arbeitsgesetzen und Migrationsgesetzen. Und diese wirken zusammen und führen dann beispielsweise dazu,
in der Arbeitssphäre dazu, dass eben anhand dieser gesetzlichen Regularien eben tatsächlich soziale Differenzierungslogiken überhaupt erst institutionalisiert wird und dann auch sozusagen materialisieren, sich in der Arbeitssphäre dann eben dazu führen, dass migrantische Arbeitskräfte im Vergleich zu den einheimischen Arbeitskräften eben schlechter bezahlt werden, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechtere Verträge und so weiter und so fort bekommen. Wenn wir jetzt das noch mal ein bisschen konkreter machen, dann zeigt sich also, dass wir es bei migrantischer Arbeit häufig damit zu tun haben, dass sie speziellen Arbeitsgesetzen unterliegt, also sowohl auf nationaler als auch regionaler Ebene. Das betrifft jetzt vor allen Dingen Regelungen zur Verknüpfung von beispielsweise der Aufenthaltsgenehmigung an das Beschäftigungsverhältnis, dahingehend, wie eben Qualifikationen anerkannt werden oder eben auch nicht, wie bestimmte Gruppen migrantischer Arbeitskräfte in bestimmte, sehr meistens unattraktive Segmente des Arbeitsmarktes kanalisiert werden, Stichwort Pflege beispielsweise. Und dass dann auch tatsächlich zum Beispiel weitere Dinge noch umfasst, wie zum Beispiel Rassismus, dass der Rassismus dann im Arbeitsumfeld entweder schon bestehend oder eben bewusst eingesetzt als spaltende Managementpraxen eben dazu führt, dass Belegschaften fragmentiert werden und es dann eben zu so einem vermeintlichen Wettbewerbsgefühl gibt, wodurch eben migrantische und nicht migrantische Arbeiterinnen sozusagen nicht mehr kollektiv agieren können. Und diese Gesamtheit der politischen und rechtlichen Regelungsmechanismen führt dann dazu, dass eben migrantische Arbeitskraft so einen institutionellen Rahmen eingepasst wird, wo eben die soziale Entwertung ihrer Arbeitskraft stattfindet. Und das ebnet dann sozusagen den Weg dafür, dass Migrantinnen tatsächlich überausgebeutet werden können. Das heißt eben, der Staat schreibt den Ungleichbewertung von Arbeitsvermögen eigentlich so einen institutionellen Rahmen fest und verdichtet das dann zu überausbeuterischen Arbeitsregimen. Und das ist jetzt auch hochgradig abstrakt, aber wenn wir beispielsweise an die Fleischindustrie denken, wenn wir an die Pflege, vor allen Dingen Inhouse-Pflege quasi denken, die 24-Stunden-Pflege, wenn wir an Spargelstecherinnen denken, wenn wir an den Bausektor denken, all das finden wir hier in Ansätzen sozusagen ganz konkret. Genau, und auch hier lange Arbeitszeiten, Repression, Union-Busting. Häufig ist es so, dass migrantische Arbeiterinnen auch durch die Art und Weise, wie sie sozusagen sehr prekär in manchen Ländern leben müssen, keine eigene Wohnung haben, sondern in beispielsweise Unterkünften wohnen müssen, die von Unternehmen bereitgestellt werden, dass sie sozial isoliert sind, dass das keine Standards umfasst sozusagen, was Hygiene, was Platz und so weiter und so fort angeht. All das kann als so ein Indikator verstanden werden, dass sich hier überausbeuterische Arbeitsverhältnisse andeuten. Soweit erstmal von mir zu diesem Punkt. Ich würde jetzt noch eine Frage und dann eröffnen wir gleich die Diskussion. Vielleicht, Bafta, kannst du was dazu sagen, wie der Begriff jetzt rezipiert wurde? Ja, jetzt habe ich auch das vorbereitet. Zufälligerweise. Ein zweiter. Genau, Probleme der Begriffsrezeption. Also da kommt es so ein bisschen drauf an, ich hatte ja gerade schon gesagt, dass der Begriff gar nicht so breit rezipiert wird, aber da, wo er rezipiert wird, kommt es zu so ein paar Problemen. Also einmal, dass über den Begriff der Überausbeutung, vor allem wenn man sozusagen diese Ebene des ungleichen Tauschs auf dem Weltmarkt betont, gibt es manchmal die Tendenz, so zu tun, als ob es innerhalb der abhängigen Länder nicht auch ein Klassenverhältnis gibt oder als ob dort nicht auch ein Klassenkampf stattfindet, sondern die Überausbeutung vor allem in Bezug auf das Kapital sozusagen in den imperialistischen Zentren diskutiert wird. Marini versucht diesen Begriff so ein bisschen zu umgehen mit dem Begriff des Subimperialismus von zum Beispiel den Ländern, den BRICS-Staaten und so weiter. Also das ist, würde ich sagen, jetzt noch nicht so breit theoretisiert, aber es gibt zumindest den Versuch, den Klassenkampf innerhalb dieser abhängigen Länder irgendwie auch mit da drin zu fassen. Auf der anderen Seite, und das sehe ich irgendwie ein bisschen breiter oder das sehe ich vielleicht sogar eher als Problem,
wobei man darüber vielleicht auch diskutieren kann, ist, dass dass Ausbeutung und Überausbeutung manchmal als Verhältnis zwischen Arbeitern begriffen wird oder dass so ein bisschen in den theoretischen Ansätzen impliziert wird, dass Überausbeutung stattfinden kann, weil irgendwie Arbeiter in Ländern des globalen Nordens irgendwie besser bezahlt werden oder sowas. Also das überlagert sich manchmal so ein bisschen mit Lenins Ansatz der Arbeiteraristokratie, bei dem ich sagen würde, dass es da so ein bisschen um was anderes geht. In der Begriffsrezeption vom Überausbeutungsbegriff kommt es aber manchmal so ein bisschen dazu und dann ist die Vorstellung, das, was die an weniger kriegen, kriegen die Arbeiter im globalen Norden als mehr. Und das ist nicht das, was der Begriff meint, sondern das hatte ich ja vorhin schon gesagt, Überausbeutung ist ein Verhältnis zwischen Arbeit und Kapital. Also die Überausbeutung findet nicht durch andere, besser gestellte Arbeiter statt, sondern durch das Kapital. Und das ist so ein bisschen das Problem, würde ich sagen, wenn das als etwas begriffen wird, was so eine weitere verschärfte Konkurrenz zwischen Arbeitern darstellt oder auch fördert und dann zu so einer insgesamten Entsolidarisierung führt. Oder ich habe auch mal, das war hier in Berlin bei irgendeiner Demo, gesehen, da war so ein riesiges Banner, migrantische Überausbeutung stoppen. Dann fragt man sich, okay, was mit dem Rest? Also Überausbeutung soll nicht existieren, um normale Ausbeutung irgendwie zu normalisieren oder zu entproblematisieren. Diese Tendenz gibt es manchmal im Diskurs, dass es dann manchmal so wirkt, als ob Überausbeutung eigentlich das eigentliche moralische Problem ist und das andere ist so die gesellschaftliche Normalität, die wir gar nicht antasten. Und das ist eigentlich nicht das, was der Begriff sagen will, sondern Überausbeutung ist auch eine Form der Ausbeutung innerhalb des Kapitalismus, der sozusagen die Ausgeliefertheit der Arbeitskraft gegenüber dem Kapital nochmal darstellen soll und eine besonders intensivierte Form davon darstellt. Und das lässt sich sozusagen ohne das Verhältnis zur Ausbeutung gar nicht denken. Also du hast, glaube ich, vorhin diese Stelle aus dem Kapital auch erwähnt, mit dem, dass das Kapital eigentlich so eine ständige Tendenz zu so Nivellierung hat. Also den Lebensstandard eigentlich immer weiter herabzudrücken. Und das ist das, was der Begriff der Überausbeutung eigentlich auch zeigt. Also nicht eine Endproblematisierung von Ausbeutung, sondern das Gegenteil, zu zeigen, okay, was ist eigentlich die Tendenz, die in kapitalistischer Ausbeutung existiert. Und dann haben wir noch so ein paar offene Fragen. Also den einen Punkt hatten wir schon andiskutiert in dem Punkt zur Migration, dass die Frage so ein bisschen ist, okay, inwieweit stellt das eigentlich so ein internationales Verhältnis dar? Inwieweit kann man über Überausbeutung in Ländern des globalen Nordens sprechen? Und dann auch, lässt sich Überausbeutung eigentlich quantifizieren? Also können wir sagen, ab wann findet Überausbeutung statt? Was ist eigentlich die genaue Differenz zwischen Ausbeutung und Überausbeutung? Wie lässt sich das eigentlich genau fassen? Ist es überhaupt notwendig, das zu fassen? Oder geht es da eher darum, so eine Tendenz des Kapitals darzustellen? Das genau, sind so ein paar Punkte, die offen sind. Falls ihr auch dazu Anregungen oder Gedanken habt, dann wäre jetzt der Teil, wo das sehr willkommen ist. Genau. Ja, danke von uns.